So, hier haben wir die Nummer 8, den Torschützen. Dreh dich mal um bitte zu mir. So, schilder mal dein Tor, was du gerade geschossen hast zum 1:0. Das war von deinem Kollegen. Ja, der hat mir super aufgelegt. Ich habe mich einfach nur gedreht, hat den Spieler, Gegenspieler ein bisschen weggedrückt und dann habe ich schlagschön ins Eck geschossen. Mit links? Mit links. Wo war der Torwart? Torwart, keine Chance? Nee, überhaupt nicht. Spielendstand war, nicht, dass ich falsch mitgezählt habe, 6:1. Ja. Dann habe ich richtig gezählt. Das erste Tor haben wir jetzt nachgestellt. Ja. Erstmal Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön. Derby gegen Langstadt, war das erwartet so? Sicherlich schon so ein bisschen. Wir haben in der Zeit leichten Aufwärtstrend. Langstadt ist auswärts nicht stark. Wir spielen im Moment sehr gut nach vorne. Wir haben viele Chancen. Wir machen dann auch viele rein. Und ich denke, es war eine super Teamleistung heute wieder. Deswegen war es auch verdient. Platz und Wetter, Einstellung? Also Einstellung von uns hat mal wieder gepasst. Wir hatten zwischendrin in der ersten Halbzeit leichte Probleme. Platz war auch schwierig zu spielen nach dem vielen Regen. Aber ich finde, wir haben das doch ganz gut gemacht. Sag mal in 2-3 Sätzen, wo du herkommst, dass wir hier Jugend. Ich komme aus Lengfeld. Ich habe früher für die JSG Otzberg gespielt und spiele jetzt seit einem Jahr ungefähr hier. Wo warst du vorher? Vorher war ich auf dem Hering, beim SV 49 Hering. Okay. Also dann, Glückwunsch nochmal zum Sieg. Alles Gute. Schön, dass ihr es mitgemacht habt. Weil der Tor nachzustellen ist immer besser, wie erzählt. Ja, stimmt. Aber alle anderen Toren habe ich. Alles klar, danke schön. Alles Gute, gell? Danke. Nein, nein, nein.